This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths in Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man, salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Moin Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Heute wieder mit Bibelstudie zum Thema Ist Homosexualität heilbar? Der achte und letzte Teil zu diesem Thema. Wir bringen nämlich heute am 2. Juli 2018 das Thema der Sodomie in Zusammenhang mit Römer Kapitel 1, in Zusammenhang mit Exodus Kapitel 20, in Zusammenhang mit Levitikus Kapitel 18 und 20 bringen wir heute zum Abschluss. Das waren so einige Dinge, die wir besprochen hatten, hauptsächlich natürlich Römer 1. Da geht es ja in der Zukunft auch noch weiter. Aber dieses Thema, ist Homosexualität heilbar oder Sodomie, ist Sodomie heilbar, das bringen wir heute zum Abschluss. Wir waren letztes Mal gestrandet bei dem Wort schädlich, ja, aus der Aufzählung, die wir wie wir hier aus dem Buch lesen können, in den Versen 28 bis 31 lesen, wo es da entsteht. Ich wiederhole nochmal eben diese letzten drei Verse, die wir ja auch in der letzten Sendung bereits analysiert hatten, wo in dem Buch steht, das ist eine Sache, aber ich lese es aus der Schlachterbibel vor, Vers 28 bis 31, wir lesen dort: Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, die nannten wir Ohrenbläser, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich und unbarmherzig. So lautet es in der Schlachterbibel. Und in dem Buch hatten wir die Aufzählung, ein wenig ältere Ausdrücke gebraucht, Ohrenbläser, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, Hoffärtige, Ruhmrätige, Schädliche, den Eltern ungehorsame, unvernünftige, treulose, störrige,
unversöhnliche, unbarmherzige, und wir waren in unserer Aufzählung und Analyse gestrandet bei dem Wort schädliche. Da fahren wir heute fort. Schädliche, eigentlich im Bösen erfinderisch von neuen Arten und Wegen zum eigenen Vorteil oder zur Wollust, neuen Schädigungskünsten und so weiter. Ein ganz wichtiger Satz folgt jetzt. Die Geschichte vermeldet einen schauerlichen Erfindungsreichtum der Heiden zu Rom, wenn es die Christen zu martern galt. Tja, das wissen wir aus der römischen katholischen Inquisition, ja, durch das ganze Mittelalter. Ihr kennt das ja aus dem Lied, das hier am Anfang dieses Videos spielt, von 1203 bis 1805, 600 Jahre. Aber das war nur die Zeit des heiligen Büros der Inquisition. Die Inquisition hat es davor bereits gegeben, oder Christenverfolgung hat es davor bereits gegeben, und die gibt es heute immer noch. Ja? Also das ist kein gänzlich abgeschlossenes Thema, das muss man da mal eben zusagen. Schädliche, also nochmal, eigentlich im Bösen erfinderisch von neuen Arten und Wegen zum eigenen Vorteil oder zur Wollust. Wenn man sich mal die Foltermethoden anschaut, mit denen die römisch-katholische Kirche im Mittelalter die Leute gefoltert hat, dann kann man gar nicht anders zu einem Schluss kommen, dass das Leute sind, die im Bösen erfinderisch sind, von neuen Arten und Wegen zum eigenen Vorteil oder eben zum Leid eines anderen. Ich meine, unter anderem Menschen lebendig die Haut abziehen und solche Scherze, das ist fast zu grausam, als dass man sich das vorstellen könnte. Aber dafür muss es eben auch Leute geben, die von einem Geist beseelt sind, der das macht. Und diese gibt es. Und von diesen Heiden, von diesen schädlichen und von diesen schädlich besessenen Menschen spricht der Apostel Paulus hier. Wie gesagt, die Geschichte vermeldet einen schauerlichen Erfindungsreichtum der Heiden zu Rom, wenn es die Christen zu martern galt. Und deswegen lese ich ja auch diese drei Bände von Henry Charles Lear, Geschichte der Inquisition im Mittelalter, dass wir uns da ein wenig mehr mit der Geschichte der Inquisition beschäftigen können und verstehen können. Ja? Den Eltern Ungehorsame. Das sind zum Beispiel eben diejenigen, und gar nicht mal so zum Beispiel, sondern ganz klar, das sind diejenigen, die das fünfte Gebot nicht achten. Du sollst Vater und Mutter ehren, wie es in Exodus im zweiten Buch Mose geschrieben steht. Ja? Das fünfte Gebot heißt, du sollst Vater und Mutter ehren. Den Eltern Ungehorsame, das sind ja schon mal diejenigen, die das fünfte Gebot brechen. Und wir haben ja natürlich die ganze Zeit darüber gesprochen, wie das eben hauptsächlich über die Sodomie geht, mit denjenigen, die das zweite Gebot brechen. Ja? Hier mit den Eltern Ungehorsame deutet der Apostel an, dass Gehorsam gegen die Eltern eine Pflicht ist, die selbst die Natur die Heiden lehrte, und dass deren Verletzung auch diejenigen verdammte, die das fünfte Gebot des geschriebenen Gesetzes Gottes nicht besaßen. Ja, also, es ist weiterhin für den Herrn ein Verdammungsgrund, sich nicht an das fünfte Gebot zu halten, genauso wie es ein Strafgrund für ihn ist, wenn man sich nicht an das zweite Gebot hält. Das Gebot der Abbildungen, der Götzen, der Idole, der Idolanbetung. Und nochmal, da zählt auch die Welt zu. Die Welt anzubeten, im Sinne von Gaia-Anbetung, ja, diese New Age Baumumarmer und sowas. Ich meine, ich habe nichts gegen Bäume, ich bin selbst ein Veganer. Ich esse keine Tiere und tierischen Produkte, ich ernähre mich nur von Pflanzen, aber deswegen bete ich die Pflanzen nicht an, ne? Ja, weil die mir meine Nahrung geben oder was. Und diese ganze Gaia-Milieubewegung ist des Teufels, weil sie sorgt dafür, dass man die Schöpfung mehr anbetet und mehr akzeptiert und mehr respektiert als den Schöpfer selber. So, und wenn ich das mache, dann mache ich mir aus der ganzen Natur, dann mache ich mir aus der ganzen Schöpfung mein Idol, meine Götze. Ja? Also das hängt schon alles irgendwie zusammen. Aber wie hängt das jetzt zusammen mit denjenigen, die den Eltern ungehorsam sind? Ja, weil das für den Herrn ein furchtbar wichtiges Gebot ist. Weil wenn ich als Kind schon mal gegen die Eltern rebelliere, dann rebelliere ich gegen die von Gott auferlegte Hierarchie in der Familie.
die Hierarchie in der von der Bibel aufgelegten Familienhierarchie von der Bibel aufgelegt ist so, dass Jesus Christus das Haupt ist der Kirche. Ja, das wissen wir. Und damit ist Jesus Christus das Haupt des Mannes. Und die Frau ist dem Mann untertan, weil die Frau wurde dem Mann geschaffen als Hilfe, als Gehilfen. Und natürlich sind die Kinder der Mutter untertan, ebenso wie sie dem Vater untertan sind. Und wenn ich jetzt also den Eltern ungehorsam bin, dann rebelliere ich gegen die biblische Verordnung der Familie, wie Gott sie geschaffen hat. Und das ist genau das, was Satan eben auch will. Und da kommen wir dann auch nochmal auf die lesbischen LBGTTI, nenne ich es nochmal eben, ja, diese ganze abartige Bewegung zurück. Das ist ja auch eine Rebellion. Es ist nicht nur eine Rebellion gegen Gott, wie wir mit dem Regenbogen ja wissen. Nein, es ist auch eine Rebellion gegen die Familie, gegen die Familienordnung. Ja? Wenn ich mich derart sexuell abtrünnig verhalte. Das ist den Eltern ungehorsam, weil die Eltern lehren mich die Bibel. Und wenn ich den Eltern nicht gehorche, dann gehorche ich auch nicht der Bibel. So einfach ist das doch. Ja? Hier deutet der Apostel an, dass Gehorsam gegen die Eltern eine Pflicht ist, eine Grundpflicht ist, weil wenn ich den Eltern schon nicht gehorche, wie soll ich dann dem Gott gehorchen? Wenn ich meiner Mutter und meinem Vater nicht gehorche, die ich sehen und riechen und schmecken und anfühlen kann und mit denen ich zusammen lebe als Kind, wie soll ich denn dann dem Gott gehorchen, den ich nicht sehe, nicht schmecke, nicht rieche, nicht höre? Ja? Also, das ist der erste Same des Ungehorsams, den Eltern ungehorsam sein. Unvernünftige, fährt der Autor fort. Also, das ist eine Analyse natürlich aus der Bibel, aber wir fahren jetzt mit der Analyse des Wortes unvernünftig fort. Unvernünftig, das sind solche, die sich nicht, nichts sagen lassen, die sich nicht vom Worte der Weisheit und der Wahrheit beraten und leiten lassen, sondern wie unvernünftige Tiere nach eigenem Gewillen los, nach eigenem Gefallen losstürmen. Zum besseren Verständnis will ich da nur mal kurz eben darauf weisen, weiter gehe ich da nicht drauf ein, das sollte jeder für sich selbst erforschen, wie das gemeint ist, dass man hier anstatt von Tieren im Grunde von Bestien spricht. Und was der Unterschied zwischen einem Tier und einer Bestie ist, das muss ich ja nicht erklären. Also Biester, wie ich das vorher gesagt hatte im Deutschen, ist eigentlich da kein richtiges deutsches Wort in der Hinsicht, sondern man spricht von Bestien. Ja? Und man könnte das besser so lesen, oder Rosenius hätte es besser so schreiben sollen, dass er sagt, sondern wie unvernünftige Bestien nach eigenem Gefallen losstürmen. Um ganz deutlich einen Unterschied zu machen zwischen allen, zwischen Anführungszeichen Tieren auf der einen Seite und Bestien auf der anderen Seite. Ja? Weil nicht jedes Tier ist eine Bestie. Ja? Eine Bestie bezeichnet man ja, wenn ein Tier wirklich irgendwie wild und sonst wie schlimm ist. Zum Beispiel Cujo, der Tollwut hatte oder was. Das ist dann eine Bestie. Aber ein normales Tier ist ja keine Bestie. Und hier geht es im Grunde um Bestien. Gut, Treulose. Das sind solche, die lose in ihren Worten, unzuverlässig in dem, was sie sagen sind. Eigentlich Bundesbrüchige. Bundesbrüchige, da können wir ja nun ganz deutlich mal eben zurückfahren auf den Regenbogen, den Bund, den der Herr mit der Menschheit geschlossen hat, wie er sagte. Und der Mensch, der sich an diesen Bund eben nicht hält, ist der Bundesbrüchige. Ja. Treulos. Ja. Treulos an Gott. Ich bin treulos an Gott, wenn ich die 10 Gebote nicht halte. Oder wenn ich mich an die Gebote des Gottes nicht halte. Die größte Möglichkeit, wie ich in meinem Leben Anbetung und Ehre an meinen Herrn ausdrücken kann, ist doch, dass ich ihn respektiere und dass ich dadurch seine Gesetze halte, oder? Störrige, eigentlich Gefühllose, das sind solche, denen das natürliche Zärtlichkeitsgefühl fehlt. Da dieses Wort eigentlich diejenigen bezeichnet, die der natürlichen Liebe zwischen Eltern und Kindern ermangeln,
So scheint der Apostel hier auf jene unnatürlichen Heidensitten hinzudeuten, durch die die Eltern ihre Kinder aussetzen, um sie umkommen zu lassen, und die erwachsenen Kinder in gleicher Weise ihre alten Eltern aussetzen. Na, dann können wir das ja mal ganz leicht eben übertragen in die heutige Zeit, in der wir leben, 2018. Eltern, die ihre Kinder aussetzen. Was ist denn mit den sogenannten ungewünschten Kindern, weil die Frauen aufgrund von Hurerei, ich sage es ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, Sex außerhalb der Ehe betreiben und ungewünscht oftmals schon im Kindesalter selbst oder im Teenageralter selbst, jugendlichen Alter also schwanger werden und dann ihre Kinder abgeben an den Staat, an Kinderheime und sonstige Dinge oder in der Kirchenklappe aussetzen, ja, noch viel schlimmer, gebe ich sie dem Teufel selbst direkt. Genau das ist hier damit gemeint. Ja? Der Apostel spricht hier jene unnatürlichen Heidensitten an, durch die die Eltern ihre Kinder aussetzen. Was ist das denn anders? Wenn ich mein Kind gebäre und dann nicht selbst für die Aufzucht sorge, sondern die Aufzucht einem gesichtslosen Staat überlasse, das Kind einer Kinderklappe der römisch-katholischen Kirche gebe oder sonst irgendeine Einrichtung, wo es eine solche Einrichtung wie eine Kinderklappe gibt, ja, weil ich nicht Verantwortung übernehme für meine eigenen Taten, weil das ist es doch im Grunde. Fliehen vor der Verantwortung der eigenen Taten hier. Ja. Und das gibt es dann auch in der Retourkutsche. Eltern, die die Kinder aussetzen auf der einen Seite, aber erwachsene Kinder in gleicher Weise, die ihre alten Eltern aussetzen. Pflegeheime und solche Dinge. Und diese ganzen Zustände, die da herrschen. Warum? Weil wir nicht selber für unsere Familie mehr sorgen, sondern weil wir unsere Eltern, das ist ja viel bequemer, in ein Pflegeheim geben. Da können wir sie ab und zu mal besuchen. Und wie es ihnen da geht und wie sie da vegetieren müssen, das werden wir erst merken, wenn unsere eigenen Kinder das mit uns machen. Ja? Und deswegen sollte man sich immer um seine Eltern kümmern, wenn die es nötig haben. Genauso wie die Eltern sich ja auch normalerweise um die Kinder kümmern. Ich meine, wenn man als Kind geboren wird in eine Familie hinein und Vater und Mutter sorgen sich für die Erziehung, dann sorgen die mindestens doch ersten 18 Jahre dafür, dass es einem gut geht, dass man Erziehung genießt, dass man Ausbildung genießt, dass das jetzt natürlich alles eine falsche Ausbildung in diesem System ist, da will ich jetzt gar nicht drauf an. Aber die Eltern sorgen all diese ganzen Jahre für das Kind, ja, mit väterlicher und mütterlicher Sorge und Liebe. Und genau das kann ich doch wohl ein bisschen später im Leben zurückbezahlen, wenn es meinen Eltern nicht mehr so gut geht und sie vielleicht nicht mehr für sich selber sorgen können, anstatt sie abzugeben in anonyme Pflegeheime oder dergleichen. Und von daher eben, das macht mich dann gefühllos. Das macht den Menschen, der so etwas macht, den macht das gefühllos. Ja? Er sagt, ach, mein Vater oder meine Mutter ist jetzt weg, da in dem Heim, und solange ich sie nicht sehe, da muss ich da auch nicht dran denken. Das ist eben, seine Gefühle zu unterdrücken, sie nicht zu zeigen oder eben gar nicht zu haben. Also, Gefühllose. Unversöhnliche, das sind solche, die auf keine Aussöhnung eingehen wollen. Das brauche ich ja nun nicht gerade weiter zu erklären. Und dann gibt es auch noch Unbarmherzige, das sind solche, die des Mitleides mit der Not, dem Kummer und dem Leiden anderer ermangeln. Also, die es kalt lässt, wenn sie ein verstümmeltes Kind sehen. Die es kalt lässt, wenn sie jemanden im Rollstuhl sehen. Oder sonst irgendwie Behinderte sehen, ja, die von Menschen mit Krankheit wie dem Down-Syndrom zum Beispiel am Lachen sind und solche Scherze. Ja. Vor allen Dingen hier in Belgien habe ich das öfter mitgemacht, da gibt es Ausdrücke für, die nehme ich jetzt lieber gar nicht erst in den Mund. Ja. Das sind Unbarmherzige, die des Mitleides mit der Not, dem Kummer und den Leiden anderer ermangeln. Und all diese Leute werden im Römerbrief angesprochen. All diese Leute sind eben auch diese Leute, die sich nicht an die Gebote des Herrn halten und ganz besonders eben nicht an das zweite Gebot.
Nun, welch ein schreckliches Verzeichnis haben wir jetzt durchgesehen. Welch eine Sündflut ist aus dem ersten Sündenfall hervorgeflossen. Und hier fügt der Apostel nun einen Umstand hinzu, um deswillen wir bekennen müssen, dass der Zorn Gottes vom Himmel ein sehr berechtigter und ein gerechter Zorn ist. Er sagt, die Gottesgerechtigkeit wissen, dass die solches tun, des Todes würdig sind, tun sie es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Im Römerbrief selber klingt das so, also von der Schlachter 2000, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Ja, das erinnert einen doch zum Beispiel auch an die Zeit des Circus Maximus, des Zirkus im heidnischen Rom, wo Menschenopfer tagtäglich stattgefunden haben und die Leute nicht nur sich daran ergötzt haben, was mit den anderen passiert ist, sondern sich auch noch an denen gefreut haben, die den Menschen solche Dinge zugefügt haben. Nur mal ein ganz kleiner Ausflug daraus eben. Ja? Die Gottesgerechtigkeit wissen, dass sie solches tun, des Todes würdig sind, tun sie es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Also, nach dem Motto, ich weiß, dass ich verloren bin und deswegen bleibe ich in der Sünde und genieße ich von der Sünde, habe Spaß an der Sünde, ich tue die Sünde und ich habe nicht nur Gefallen daran, nein, ich habe auch Gefallen daran, andere in die Sünde zu verkehren. Das ist doch das große Problem. Ich habe auch Gefallen daran, nicht nur für mich selber, sondern auch anderen in die Sünde zu verhelfen. Ja? Der Apostel wiederholt hier diese nun so oft gezeigten Umstände, derenthalben Gottes Gericht auch über die Heiden ein gerechtes ist. Sie wissen Gottes Gerechtigkeit, sagt er. Sie haben das natürliche Licht von Gottes Eigenschaften und sie haben des Gesetzes Werk beschrieben in ihren Herzen, wie wir in Kapitel 2, Vers 15 sehen. Sie wissen, dass diejenigen, die solche, wie die jetzt hergezählten Sünden tun, des Todes schuldig sind. Dieses ihr Wissen von Gott ist das eine, das er hier so oft zeigte. Das andere ist, dass sie nicht allein danach tun, von dem sie wissen, dass es gegen Gottes Willen streitet, sondern auch Gefallen haben an denen, die es tun. Hier ist die Sache. Sie haben Gefallen an dem Argen. Das ist das, was stets die Gottlosigkeit kennzeichnet. Sie ertragen nicht nur der Sündegesetz, das in ihren Gliedern ist, der Sünde Macht in der Natur, sondern sie haben auch Gefallen daran, sie sind mit sich selber übereingekommen, diese Sünden zu verüben. Das ist ein Zeichen dieses Dahingegebenseins im verkehrten Sinn, das über die Heiden ergangen war. Wenn der Mensch nicht so vollständig in den Sünden dahingegeben ist, so pflegt er doch, ob zwar er seinerseits dieselben begeht, sie dennoch in seinem Verstande zu missbilligen und deren allgemeine Ausübung von den Menschen zu missbilligen. Wenn es aber dahin kommt, dass er die allgemeine Ausübung der Sünde verteidigt, wie die unbußfertige Welt mit ihrem allgemein beschriebenen Sünden tut, dann ist es ein Zeichen einer allgemeinen Empörung gegen Gott und sein Majestätsrecht, ja, einer Verstockung. Genau das Wort fiel mir auch gerade ein. Das ist gut, dass es hier steht. Einer Verstockung, die das furchtbare Strafgericht, die einem verkehrten Sinn dahingegeben zu sein, andeutet. Wie so ganz dem entgegengesetzt ist das Verhalten der Gottesfürchtigen, die ihre Sünden missbilligen, ja verdammen und dennoch dieses Übel, das ihre größte Plage und Bekümmernis ist, ertragen müssen. Darüber redet der Apostel in Römer Kapitel 7, Verse 15 bis 25. Da werden wir ja auch vielleicht noch mal jemals hinkommen. Und so wird denn die Hauptlehre dieses letzten Teils unseres Kapitels deutlich, dass Gottes Zorn vom Himmel geoffenbaret werden soll über alles gottlose Wesen und Ungerechtigkeit der Menschen, nämlich derjenigen, welche wissen, dass ein Gott ist und ihn nicht preisen als einen Gott, nicht darauf achten, dass sie Gott erkenneten, sondern die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufhalten. Derjenigen,
welche Gottes Gerechtigkeit wissen und dennoch nicht allein das Arge tun, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Solcher Verdammung ist dann ganz recht, und Gottes Zorn lastet auf ihnen, solange sie nicht in die Freistatt geflohen, durch die enge Pforte eingegangen sind und Reinigung und Leben in dem Versöhnungsblute, das durch Gottes Evangelium vom Himmel verkündet wird, empfangen haben. Ich möchte hier nochmal kurz auf diesen einen Teil des Satzes zurückgehen, in dem wir lesen, derjenigen, welches Gottes Gerechtigkeit wissen und dennoch nicht allein das Arge tun, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Ihr möchtet vielleicht gerne mal ein Beispiel davon hören, wen ich hier als Beispiel anführen würde, wer das ist. Das ist die ganze Hierarchie der römisch-katholischen Kirche, im weitesten Sinne sogar die gesamte Hierarchie der weltweiten Politik aller Organisationen von oben nach unten herab. Ganz sicher der römisch-katholischen Kirche und des Papstes, der Antichrist ist. Der nicht nur Gefallen daran hat, das Arge zu tun, sondern der auch Gefallen daran hat, ehrliche Menschen zu der Lüge zu überreden und deswegen Gefallen daran hat, zu sehen, wie andere auch in dieselbe Verdammnis fallen. Das ist das Werken des Teufels, des Satan. Der will, dass so viele Seelen wie möglich Gott verloren gehen und mit ihm in die ewige Verdammnis kommen, weil Satan ist der Gott des Todes. Und Jesus Christus und sein Vater ist der Gott des Lebens. Der will uns Leben geben. Satan will, dass alles ausgelöscht wird. Und warum? Weil er selbst ausgelöscht wird. Und warum? Das wusste er bereits, als er im Himmel rebelliert hat, als Luzifer. Als er gegen Gott rebelliert hat, da wusste er, das ist Sünde und die Strafe auf die Sünde ist der Tod. Und wie ich das bereits vorher erklärt hatte, wir sprechen nicht über den leiblichen Tod hier auf der Erde, sondern wir sprechen über den spirituellen, den seelischen Tod, das völlige Auslöschen der Seele und damit das weitere Nichtleben. Und der Papst als Antichrist auf dieser Welt, der Papst als Vertreter oder Stellvertreter Satans, nicht Jesu Christi, aber als Stellvertreter Satans auf dieser Welt, hat Gefallen daran, die Leute in die Sünde zu ziehen und sorgt mit seiner Falschlehre dafür, dass die Leute, die seiner Falschlehre folgen, auf den breiten Pfad der Verdammnis wandeln und nicht auf den schmalen Pfad der Erkenntnis zu Jesus Christus und in die Erlösung, sondern in die Verdammnis gehen. Das ist seine Aufgabe. Das ist die Aufgabe in dieser Welt. Und damit möchte ich dieses Thema über das Römerkapitel auch abschließen. Ich möchte nur noch mal kurz auf den Titel zurückkommen, den ich ja im ersten Teil genannt hatte, ist zwischen Anführungszeichen Homosexualität heilbar. Wie ich bereits etabliert hatte, ist Homosexualität die Sodomie. Ist Sodomie nun heilbar? Ich denke, dass wir in den vorangegangenen 7 und auch in diesem letzten 8. Teil ganz deutlich festgestellt haben, dass Sodomie auf eine einzige Art und Weise heilbar ist. Und die einzige Art und Weise der Heilung kann ein jeder erfahren, der sich zu Gott bekehrt. Nun ist es aber so, dass der Mensch von sich aus Gott nicht sucht, aber Gott sucht den Menschen. Und wenn Gott bei dir anklopft, dann kannst du besser die Türe aufmachen und kannst ihm öffnen, weil sonst verfällst du in ewige bleibende Sünde. Es ist doch so einfach. Es gibt 10 verschiedene Gebote. Das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, und du sollst keine anderen Götter haben neben mir, ist so deutlich, dass die nächsten Gebote im Grunde unnötig sind. Weil, wenn ich nur diesen einen Gott habe, dann mache ich mir keine Götzen und Abbildungen von ihm. Wenn ich nur diesen einen Gott habe, dann gebrauche ich seinen Namen auch nicht im falschen Sinne. Also, ich lästere seinen Namen nicht und ich missbrauche seinen Namen nicht. Dann erinnere ich mich natürlich auch des Sabbats, weil ich weiß, er hat in 6 Tagen alles geschaffen, am siebenten Tag geruht und hat den 7. Tag dafür ordiniert, dass ich auch ruhen soll von meinen 6 Tagen Arbeit.
Und dann gebe ich ihm die Ehre, der die Schöpfung geschaffen hat in diesen 6 Tagen, wenn ich mich an das 4. Gebot halte, an das Sabbatgebot. Und ich halte mich natürlich auch an das 5. Gebot. Ich halte mich daran, Vater und Mutter zu ehren, die mir das Leben auf dieser Erde geschenkt haben, in der Hinsicht. Ich meine, das Leben kommt natürlich von meinem himmlischen Vater an erster Stelle, aber meine Eltern sind ja diejenigen, die mich hier auf dieser Erde begleiten. Also, die ehre ich, ja, und sorge dafür, dass dadurch, dass ich meinen Vater und meine Mutter ehre, dass ich lang lebe in diesem Land, das der Herr, der Gott mir gegeben hat. Ich töte nicht, ich ehebreche nicht, ich stehle nicht, ich lege kein falsches Zeugnis ab und ich begehre auch nicht das, was ein anderer hat. Diese paar Regeln, die gar nicht mal so furchtbar kompliziert sind, wenn man sich daran hält, dann hat man doch schon einen großen Schritt in die richtige Richtung abgelegt. Das Problem ist nur, dass in der Welt, in der wir heutzutage leben, es uns so leicht gemacht wird, jedes einzelne dieser Gesetze zu übertreten. Nun, das mit dem Mord sagt ihr von, ja Dirk, das stimmt ja nicht, ist ja noch nicht jeder ein Mörder. Nee, das stimmt, aber Jesus hat ja schon gesagt, schon wenn du Hass in deinem Herzen hast gegen deinen Nächsten, dann bist du schon ein Mörder. Du bist nämlich dann ein Mörder in deinem Herzen. Und ich glaube nicht, dass sich irgendeiner davon freisprechen kann, so in seinem Herzen schon mal gedacht zu haben in seinem Leben. Ich weiß es von mir selber, dass ich so gedacht habe. Naja. Und versuche es heute nicht mehr zu tun. Ich versuche nicht mehr zu sünden, aber ich bin ja nicht sündenfrei. Ja, da hatte ich gerade ein tägliches Seelenbrot drüber gelesen. Müsst ihr mal hören, vom 3. Juli. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Das geht über diese Gerechtigkeit. Also, ich denke, das wird ganz deutlich etabliert haben, dass die Frage, die ich bereits in der ersten Sendung gestellt habe, ist Sodomie heilbar? Dass wir sehen, dass Sodomie heilbar ist und dass Sodomie in christlichen Kreisen nichts verloren hat. Wenn ich also mich mit irgendwelchen Leuten abgebe, die Sodomie betreiben und die von sich sagen, dass sie Christen sind, dann sollte ich mich von solchen Leuten an schnellster Stelle entfernen, weil das sind Heuchler. Weil ein Christ kann kein Sodomit sein. Weil Sodomie eine Strafe Gottes ist dafür, dass ich den unendlichen und unendlich weisen und unfehlbaren Gott reduziert habe auf ein Bildnis. Und das trifft es eben hauptsächlich in der römisch-katholischen Kirche mit dem Papst, der von sich behauptet, Gott auf Erden zu sein. Aber es gibt so viele andere Beispiele, die ich im Laufe dieser Serie aufgezeigt habe, dass wir lernen, dass diese Götzenanbetung sehr viele verschiedene Formen annimmt und wir müssen uns jeder Form dieser Götzenanbetung bewusst sein und sie dann im Geiste bekämpfen. Und dann werden wir auch nicht der Sodomie verfallen. Und wie kann ich jetzt einen Sodomiten heilen? Das kann ich nur machen, indem ich mit ihm in Gespräch gehe und indem ich versuchen kann, ihm von Gott zu erzählen. Und auf die Art und Weise probiere, eine Saat zu streuen, deren Aufgehen ich selber nicht beeinflussen kann. Aber diese Saat streuen und dann beten und hoffen, dass Gott sie übernimmt. Weil er hat manche Gefäße gemacht zur Verdammnis und manche Gefäße gemacht zur Errettung. Wen, das wissen wir nicht. Das müssen wir Gott überlassen. Wir als Christen haben nur die Aufgabe, unsere Mitmenschen davon zu überzeugen, dass sie mit Sodomie auf einem verkehrten Wege sind. Und wir können ihnen anhand des Buches der Römer sehr gut aufzeigen, wo es herkommt und können es ihnen deutlich machen. Letztendlich, ob sie sich davon abkehren wollen oder nicht, das ist eine Wahl, die nicht wir zu treffen haben, sondern die sie selbst treffen müssen, wenn Gott bei ihnen an die Tür klopft, wie er auch bei uns an die Tür geklopft hat. Und wir haben ihm glücklicherweise geöffnet, sonst würden wir heute dieses Video hier ja nicht mit dem Verständnis schauen. Also, ist Homosexualität, ist Sodomie heilbar? Ja, weil es ist keine Krankheit, es ist eine Strafe Gottes. Und der Strafe Gottes kann ein jeder entgehen, weil schließlich ist jeder unter der Strafe,
der Sünde, der Todesstrafe Gottes, der nicht das Wort von Jesu Christi annimmt. Nehme ich aber die Heilungsbotschaft von Jesus Christus an und akzeptiere ich, dass ich durch seine Gnade gerettet bin, nicht durch meine Werke, sondern durch seine Gnade, ohne Zutun von mir selber, dann komme ich zu dem Punkt, dass der Herr die vorhandenen Sünden zudeckt und dass er seine Strafe von mir nimmt. Und eine seiner Strafen ist die Sodomie. Und das war der Punkt, bei dem es mir in diesem ersten Kapitel der Römer drum ging. Und ich hoffe, dass ihr gut verstanden habt, was mein Punkt war. Und wenn nicht, dann bitte ich euch eben, eure eigenen Untersuchungen zu machen, eure eigenen Bibelstudien zu machen und selbst zu der Erkenntnis zu kommen. Gott hat ja in einigen Punkten in der Bibel, an einigen Plätzen in der Bibel, wollte ich sagen, über die Sodomie gesprochen. Ja, wir hatten das in Levitikus zum Beispiel in Kapitel 18. Das hatten wir ja, glaube ich, auch vorgelesen. Ja, Kapitel 18 in Levitikus, Vers 22. Du sollst bei keinem Mann liegen, wie man bei einer Frau liegt, denn das ist ein Greuel. Und ebenso in Levitikus Kapitel 20 lesen wir in Vers 13, wenn ein Mann bei einem Mann liegt, als würde er bei einer Frau liegen, so haben sie beide ein Greuel begangen. Ja? Sie haben beide ein Greuel begangen. Ich will jetzt nicht die ganzen Verse nochmal aufholen, aber ich will sagen, es gibt verschiedene Stellen an der Bibel, in der Bibel, die uns deutlich machen, was Sodomie ist. Und in Exodus, also zweites Buch Mose, Kapitel 20, das zweite Gebot, sagt uns ganz deutlich, dass Gott diejenigen strafen wird, die sich ein Abbild von ihm machen, bis in die dritte und vierte Generation. Und Römer, Kapitel 1, hat das wunderbar hervorgebracht und wunderbar gelehrt. Und darum finde ich in der heutigen Zeit, 2018, wo wir so in einer Welt leben, wo diese Agenda, dieser Transgender-Agenda, wie es auch genannt wird, was die Sodomie hauptsächlich beinhaltet, so gepusht wird, so was von vorangetrieben wird, so was von für gearbeitet wird, um das gesellschaftlich anerkannt zu haben, das sorgt nur dafür, dass wir weiter und weiter von Gott entfernt sein sollen. Und dafür fand ich die Studie des ersten Römerkapitels unabdingbar, dass wir uns damit weiter beschäftigen. Hiermit komme ich jetzt zum Schluss dieser Vortragsreihe. Und wenn ihr gerne möchtet, dass ich diese Stunde der Wahrheit-Serie Bibelstudie mit Jörg weiter fortsetze, dann lasst mich das in der Kommentarsektion des Videos wissen und dann werde ich mich auch damit in der Zukunft weiter beschäftigen. Mir macht es sehr viel Spaß, die Bibel auf eine vernünftige Art und Weise den Menschen zu bringen und dafür zu sorgen, zu erklären, dass ich nicht die Bibel erklären muss, sondern dass die Bibel sich selbst erklärt. Dass die Bibel sich immer selbst erklärt, wenn man die richtige Bibel hat. Und wie gesagt, dazu Schlachter 2000 im Deutschen und King James Bibel im Englischen. Wobei Schlachter 2000, ich habe da auch gerade Fehler gesehen, nicht in der Übersetzung, aber in der Versgestaltung in der Schlachter 2000, ist halt anscheinend auch nicht das Gelbe vom Ei oder die Perfektion. Ich halte mich an die König James. Aber wenn ich Englisch kann, dem rate ich die Schlachter 2000 an. Und dann werden wir in der Zukunft vielleicht noch weitere Bibelstudien hiermit tun. Aber ich bringe das Ganze jetzt zum Abschluss mit der Aussage, ist Sodomie heilbar? Sodomie ist eine Strafe Gottes, die nicht heilbar ist, aber ich kann der Strafe Gottes entkommen, entgehen, durch Gott als den zu akzeptieren, der er ist und ihn zu meiner Hauptsache in meinem Leben zu machen. Und wenn ich Gott zu meiner Hauptsache in meinem Leben mache, dann nimmt er die Strafe der Sodomie auch von mir. Bis zum nächsten Mal. Maranatha. Die 10 Gebote unseres Herrn in einer Kurzversion. Keine anderen Götter hab neben mir, vor keiner Statue beuge dich hier. Missbrauche nicht Gottes heiligen Namen, den Sabbat halte nicht wie die Profanen. Gib
Vater und Mutter die Ehre und Mord von deinen Händen wäre. Von Unzucht halt dich fern und rein und stiehl nicht, was dem anderen sein. Zum Lügen lass dich nicht verleiten, deines Nachbarn eigen sollst du meiden.